Gerade einmal 159 Gramm bringt Lagatha auf die Waage. Die Babykatze ist gerade erst auf die Welt gekommen, als sie ihrer Katzenmama entrissen und in einer Plastiktüte entsorgt werden sollte. Ein Passant hat das neugeborene Kätzchen in Nymphenburg entdeckt. Noch rechtzeitig, denn kurze Zeit später wäre es erstickt. Ein Baby dem Erstickungstod zu überlassen, in einer zugeknoteten Plastiktüte wie Abfall einfach ins Gebüsch zu pfeffern, das spricht schon Bände über die Verrohung bei uns in der Gesellschaft. Lagathas Zustand ist stabil. Trotzdem muss die kleine Katze weiter um ihr Leben kämpfen. Die Lagatha ist ja jetzt noch nicht mal eine Woche alt. Die ist ja wirklich letzten Donnerstag erst geboren. Die hat noch nicht mal die Augen offen. Das heißt, wir können noch gar nicht absehen, ob sie es schafft oder nicht. Aber sie macht einen guten Eindruck. Sie frisst fleißig. Sie ist sehr mitteilungsbedürftig. Also maunzt viel, ist recht aktiv. Das ist ein gutes Zeichen. Der Tierschutzverein hat Anzeige erstattet. Hinweise dazu können bei der Polizei abgegeben werden. Auch Peter hat sich eingeschaltet und bietet eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zum Täter führen. Wenn man keinen Katzennachwuchs möchte, dann soll man seine Katze bitte einfach rechtzeitig kastrieren lassen, um das zu vermeiden. Und wenn es schon zu spät ist, ist Katzennachwuchs da, man möchte sich nicht drum kümmern, dann können die Leute jederzeit zu uns ins Tierheim kommen und die Tiere abgeben. Sie müssen keine Angst haben, verurteilt zu werden. Die Pflegerinnen und Pfleger aus dem Münchner Tierheim kümmern sich Tag und Nacht um das kleine Kätzchen. Etwas später sollen das natürlich Spielgefährten übernehmen, bis sie dann in eine nette neue Familie weitervermittelt werden kann.